An dem Tag des Eingriffs kommen Sie morgens zu uns nüchtern in unsere Klinik. Wir legen Sie auf einen Operationstisch, der mit einer Wärmematte belegt ist, wo Sie angenehm und ruhig liegen können. Dann geben wir Ihnen Medikamente, die dazu führen, dass Sie leicht einschlafen, keine Schmerzen spüren und selbstständig atmen können. Wir gehen über die Leiste in das Herz, an die Stellen, die Ihre Herzrhythmusstörung verursachen. Die werden sehr zielgenau und präzise dann verödet. Am Ende ziehen wir die Katheter wieder hinaus, verschließen den Zugang mittels Gefäßverschlusssystem oder einem kurzen Druckverband und Sie können nach kurzer Zeit im Aufwachraum bereits die Klinik wieder verlassen.